So, traditionell vor jedem Vortrag gibt es noch ein kleines Lied. Nehmen wir das ran oder singen wir einfach? Wir singen einfach, oder? Ja. Okay. Jai Radha Madhava Tunja Bihari. Der Bhagavad Gita, wie sie ist. Sechstes Kapitel, Jnana Yoga, haben wir Vers 11 und 12. Ich lese einfach mal das Sanskrit vor und dann machen wir die Wort-zu-Wort-Übersetzung zusammen und dann die Übersetzung und die Erläuterung. Dankeschön, Guru. So, Sanskrit. Wie gesagt, ihr müsst nicht wiederholen, ich lese einfach die beiden Verse und dann machen wir die Wort-zu-Wort-Übersetzung. Sachodishe pati shapya stidam asam atmana nati ashiram nati shisham shalayam kushotaram tatraikaram mana kritva yatachitrendriya kriya upafi
Upavishasyayam yungja yogam atma vishudaye sushau. In einer geheiligsten Deshe Gegend Patishapya aufstellend Stidam fest Asanam Sitz Atmana seinen eigenen nicht Ati zu Ashritam hoch Na und nicht Ati zu Nisham niedrig Chaya Arjina aus einem weichen Tuch und einem Rehfell Kusha und Kushagras Uttaram bedeckend Atra darauf Eka Agram mit konzentrierter Aufmerksamkeit Mana Geist Ritva machend Chadachita den Geist beherrschend Indriya Sinne Griha und Tätigkeiten Upavishya sitzend Asane auf dem Sitz Sunjat sollte ausführen Yogam den Vorgang des Yoga Atma das Herz Visudaye um zu reinigen. Übersetzung und die Erläuterung von seinem Gründer Acharya Histivine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Die Übersetzung. Um Yoga zu praktizieren, sollte man an einem einsamen Ort gehen, Kushagras auf den Boden legen und es mit einem Rehfell und einem weichen Tuch bedecken. Der Sitz sollte nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein und er sollte sich an einem heiligen Ort befinden. Der Yogi sollte fest darauf sitzen und sich in den Vorgang des Yogas vertiefen, um sein Herz zu reinigen, indem er seinen Geist, seine Sinne und seine Tätigkeiten beherrscht, um den Geist auf einen Punkt fixiert. Erläuterung. Heiliger Ort bezieht sich auf einen Pilgerort. In Indien verlassen die Yogis, die Transzendentalisten oder die Gottgeweihten alle ihr Zuhause und lassen sich an einen heiligen Ort wie Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh oder Haridwar nieder, um dort am Ufer von heiligen Flüssen wie der Yamuna und dem Ganges in Einsamkeit Yoga zu praktizieren. Dies ist aber oft nicht möglich, besonders für westliche Menschen. Die sogenannten Yoga-Gesellschaften in den großen Städten mögen zwar erfolgreich darin sein, einen materiellen Nutzen zu erzielen, doch für die eigentliche Ausübung von Yoga sind sie völlig ungeeignet. Wer nicht selbst beherrscht ist und einen ungestörten Geist besitzt, kann nicht meditieren. Deshalb wird in Brihannaradiya Purana gesagt, dass im Kali Yuga, dem gegenwärtigen Yuga oder Zeitalter, in dem die Menschen im Allgemeinen nur noch ein kurzes Leben haben, sich nur langsam dem spirituellen Verwirklichung zuwenden und immer von Ängsten und Sorgen geplagt werden. Das beste Mittel für spirituelle Verwirklichung darin besteht, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Hare Nama, Hare Nama, Hare Naiva Kevalam, Kalo Nasya Eva Nasya Eva Nasya Eva Gati Anyata. In diesem Zeitalter des Streites und der Heuchelei ist das einzige Mittel zur Befreiung das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg. So, die Übersetzung nochmal von dem Vers. Um Yoga zu praktizieren, sollte man
an einem einsamen Ort gehen, Kuschergras auf den Boden legen und es mit einem Rehfell und einem weichen Tuch bedecken. Der Sitz sollte nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein und er sollte sich an einem heiligen Ort befinden. Der Yogi sollte fest darauf sitzen und sich in dem Vorgang des Yoga vertiefen, um sein Herz zu reinigen, indem er seinen Geist, seine Sinne und seine Tätigkeiten beherrscht und den Geist auf einen Punkt fix hielt. Om Agyanatam Nandasa, Gananjana Shakya, Shakshu, Om Nitaminatas, Maishi, Om Vena Mahash, Daniel Mokastam, Stapitam, Yana Mutale, Swai, Lupa, Karama, Yada, Gattis, Mancha Kalpa, der Upaska, Gupasinduka, Evacha, Patitanam, Bhavani, Pyo, Vaishnava, Vibhyo, Namo, Namaha, Jai, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadha, Shri Vasadi, Gaura, Bhakta, Vinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. So, hier hören wir sozusagen von Krishna selbst, der Arjuna nämlich das erklärt, was Arjuna vorhat. Was hat Arjuna vor? Wir alle wissen es, wer weiß es nicht? Wer hat die Bhagavad Gita noch nicht gelesen? Gibt es jemanden im Raum, der sie noch nicht gelesen hat? Noch nicht komplett. Wie weit bist du schon gekommen? Zweite Kapitel, okay. Da wird es aber schon sehr, sehr interessant. Genau, wer eine englische Übersetzung braucht, gibt es jemanden? Someone needs translation, please come forward here. And Madhushi will translate. Russian also? Somebody need Russian translation? No. Genau, alle restlichen können alle Deutsch, sehr gut. Genau, Arjuna, für die, die jetzt die Bhagavad Gita, du hast sie noch gar nicht gelesen, oder? Aber du weißt ungefähr, worum es geht, ne? Weil wir haben ja hier diese tolle Szene, das ist hier drin in dem Buch, nee, ist gar nicht drin, dass das eigentlich auf einem stattfand vor einem großen Krieg. Und Arjuna hat sich auf die Mitte des Schlachtfeldes zwischen die beiden Heere, die beiden Feinde, hat er sich in die Mitte fahren lassen und war total mental. Und hat auf der gegenüberliegenden Seite seine ganzen Verwandten, seinen Lehrer, er hat alle gesehen, die ihm eigentlich wichtig waren. Und er sollte gegen die kämpfen. Und was war seine Schlussfolgerung daraus? Er war so in Illusion versetzt, so angehaftet an seine Familie und an seine Bekannten, dass er gesagt hat, ich werde nicht kämpfen. Und er hat seinen Pfeil und Bogen weggelegt, hat gesagt, nein, ich gehe lieber in den Wald und werd ein Yogi und werde meditieren. So. Und Krishna hat sich das alles angehört und hat ihn dann die Bhagavad Gita gesprochen und hat ihn sozusagen wieder aufgebaut von dieser mentalen Schwäche, von dieser totalen Illusion sein, ich gebe auf, ich gebe alles auf, obwohl es mein Dharma ist. Weil was war sein Dharma? Arjunas Dharma war, er war ein Krieger, er war ein Kshatriya, also er muss kämpfen. Er kann gar nicht vor dem Kampf fliehen und Krishna sagt, oh, wenn du fliehst, das geht gar nicht. Wir werden die Leute in der Zukunft über dich denken. Sie werden schlecht über dich reden. Aber Arjuna bringt ganz andere viele Punkte, ja, warum er nicht kämpfen will und dies und das. Und Krishna widerlegt das alles. Und hier im 6. Kapitel speziell spricht Krishna genau über diese Sachen des Yoga und wie man eigentlich Yoga praktiziert. Und er erklärt hier in diesem Vers, wie man das eigentlich praktizieren sollte. Und wenn man das liest, dann denkt man sich so, ja, hört sich nett an, aber ist das wirklich durchführbar? Eine große Frage. Aber Arjuna hat gedacht, er kann es schaffen, das durchziehen. Er wird jetzt ein großer Yogi und er kann einfach dem Krieg entsagen und er wird ein Heiliger und alles wird gut. Und keiner wird mehr darüber sprechen, dass er mal ein Krieger war und dass er das Schlachtfeld verlassen hat und dass er eigentlich seine Kriegerehre sozusagen gebrochen hat. So. Aber nachdem ihn Krishna das alles erklärt hat, wie hier, du musst auf einem Rehfell sitzen, du musst dies machen, der Sitz darf nicht zu hoch, zu niedrig sein und an einem einsamen Ort und am besten an einem heiligen Ort. Und dann geht es noch weiter. Er erklärt das alles Stück für Stück für Stück für Stück. Und am Ende dieses Kapitels, ich glaube im Vers 30 hier, genau, es ist der Vers 33, 34, da sagt dann Arjuna,
auf Krishnas Erklärung hin, sagt Arjuna. O Madhusudana, das Yoga-System, das du zusammengefasst hast, erscheint mir undurchführbar und unerträglich, denn der Geist ist ruhelos und unstet. Und dann der nächste Vers, besonders nice. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, o Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. So. Also Arjuna versteht in diesem Moment, okay, was ich mir hier vorgenommen habe, ist total der Quatsch eigentlich. Ich kann gar kein Yogi werden, auch wenn ich es gerne würde sein oder sein würde wollen. Ja. Und da sehen wir, wenn wir in die heutige Zeit gucken, diese Art von Handlungsweise, wie Arjuna sie hier vorlebt, sagt, ich will ein großer Yogi werden, ich will dadurch ein Heiliger werden, ich werde dadurch erleuchtet und ich kann alles das aufgeben, was vielleicht ich machen sollte in diesem Leben, ich werde einfach Yoga praktizieren. Gibt es selbst heute noch? Hä? Es gibt genug Leute, ich hatte damals bei mir im Freundeskreis auch große Yogis, die dann auf ihren Drogen meditiert haben und gesagt haben, oh, ich meditiere den ganzen Tag. Aber komischerweise haben sie es nur auf Drogen geschafft. Im normalen Zustand hätten sie es nicht hingekriegt. Ja? Heutzutage auch in Köln, es gibt so viele Yogaschulen und Prabhupada hat hier auch, beschreibt es ja hier, dass diese ganze Yoga-Gesellschaft heutzutage in den großen Städten, hier er sagt, die sogenannten Yoga-Gesellschaften in den großen Städten mögen zwar erfolgreich darin sein, einen materiellen Nutzen zu erzielen, doch für die eigentliche Ausübung von Yoga sind sie völlig ungeeignet. Bam! So. Und genauso wie Prabhupada hier das Yoga heutzutage smasht, so hat Krishna zu Arjuna das Yoga-System gesmasht. Weil eigentlich dieses Yoga-System ist ein schönes System und es kann einen auch zum Erfolg führen, aber es muss in dem richtigen Zeitalter ausgeführt werden. Und in welchem Zeitalter wurde das ausgeführt? Ihr wisst es, ja? Vor 5000 Jahren zurück. Vor 5000 Jahren? Nicht noch älter? Genau, Satya Yuga. Und das ist das erste Zeitalter. Und wir jetzt hier, Prabhupada schreibt es auch, wir sind im Kali Yuga. Und das Kali Yuga ist das vierte Zeitalter. Aber heutzutage immer noch die Leute hier in den großen Städten, deswegen gibt es auch überall diese sogenannten Yoga-Gesellschaften. Und wir sind auch ein Teil davon, könnte man jetzt sagen, ah, er kritisiert das Yoga, aber ihr seid doch selber das Bhakti-Yoga-Zentrum in Köln. Wie kann er es wagen, den Yoga zu schlecht darzustellen oder zu sagen, es ist nicht praktisch so. Aber der Unterschied ist, wir machen Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga ist ein Unterschied zu dem normalen Yoga-Pfad, den du überall in den großen Städten praktiziert oder gelernt bekommst. Nämlich Yoga, was eigentlich im Satya-Yoga praktiziert wurde. Das heißt, ich setze mich, wie Krishna beschreibt, an einem besonderen Ort, schließe die Augen, meditiere dann. Dann ist aber die Sache, man muss wissen, über was man meditiert. Und geht mal heute in die Yoga-Studie, die Leute, denen wird alles Mögliche beigebracht. Meditiere über den Atem, meditiere über irgendeinen schönen Gedanken, meditiere über das Universum, meditiere über sonst was. Aber keine Yogaschule wird dir sagen, du musst über Gott meditieren. Das ist eine Tatsache. Und dann ist diese Meditation, die heutzutage durchgeführt wird, hat keinen Nutzen. Hat vielleicht, wie Prabhupada schreibt, einen materiellen Nutzen. Dass die Leute sich gut fühlen, besser fühlen, ein bisschen Sportübung machen, ein bisschen Atemübung machen und sie vielleicht ein kleines bisschen sich so vorkommen, als würden sie spirituellen Fortschritt machen. Aber eigentlich verschwenden sie einfach nur ihre Zeit. Und deswegen Krishna mit seinen knallharten Worten, den er Bhagavad Gita sagt, du kannst den Kampf nicht entfliehen, du musst kämpfen, weil das ist dein Dharma. So. Und heutzutage die Leute auch denken, sie können große Yogis werden, sie können spirituellen Fortschritt machen mit einfachen Yoga-Übungen. So einfach ist das nicht. Yoga kann hilfreich sein, aber wenn ich nicht weiß, für was ich Yoga mache und was eigentlich der Sinn vom Yoga ist, nämlich, dass ich mich eigentlich verbinden sollte mit Gott, kann man das Yoga gleich sein lassen. Und dann in vielen spirituellen Kreisen und gerade in der Yoga-Szene heutzutage, die fühlen sich so spirituell, sind so pufft ab und denken, sie haben so viel Wissen, aber wenn du sie darauf ansprichst, glaubst du an Gott? Dann sagen sie meistens zu 90%, nein, es gibt keinen Gott. Und was antworten sie dann meistens sogar noch? Ich kann selber Gott werden durch diesen Vorgang. Und die glauben da fest dran. So. Und dann kommen wir sagen, nein, geht nicht. Wird nicht funktionieren. Weil du kein Prinzipien folgst, kein Wissen hast und total in Illusion bist. Und dann werden sie aber kommen mit ihrem
materiellen Wissen und werden versuchen, dich zu überzeugen. Aber der Sinn ist, wir wissen, wie man wirklich Yoga praktiziert. Nämlich Yoga so, wie er für dieses Zeitalter gedacht ist. Und in diesem Zeitalter, Prabhupada schreibt es hier auch am Ende, ist die Meditation über den heiligen Namen. So. Aber die Leute haben kein Wissen darüber, obwohl wir auch heutzutage in allen großen Religionen oder in allen Hochkulturen war es bekannt, dass die Göttlichkeit Namen hat. Und da haben wir weltweit verschiedene Namen, egal wie wir ihn nennen. Und darüber soll man meditieren, diesen Namen soll man lobpreisen. Das finden wir als Überbleibsel in diesem Kali-Yuga in allen Religionen. Die Christen haben Namen, die Moslems haben ein paar Namen, 99 glaube ich. Die Juden haben auch Namen. Wen haben wir noch? Gut, die Buddhisten, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber die haben eigentlich auch Namen. So. Und im Hinduismus sowieso gibt es viele Namen so, Gottes. Und dann, wenn wir uns verschiedene alte Naturvölker angucken, Ägypten, keine Ahnung, die Mayas oder nach Afrika schauen oder die Aborigines, die hatten alle Namen für den Höchsten und haben ihn dadurch angesprochen und haben ihn dadurch verehrt. So. Aber jetzt mal zurück in unsere heutige Zeit. Wir sind hier im Kali-Yuga, wir sind hier in einer großen, verrückten Stadt wie Köln oder Berlin oder eine andere große Stadt. Sucht euch irgendeine Stadt aus. Und die Leute sind total verwirrt, wissen nicht, wie sie eigentlich klar denken können, weil dieses materielle Leben sie so bedingt. Dieser ganze Einfluss der Stadt bedingt einen. Es ist nicht gerade sehr vorteilhaft, in der Stadt zu leben. So. Also was empfiehlt hier Krishna, Arjuna? Er sagt, geh an einen einsamen Ort. So. Gut, wir in der Stadt, haben wir einen einsamen Ort? Gut, ich kann hier ins Gremberger Wäldchen gehen, hier hinten irgendwo, und kann mir einbilden, das ist ein einsamer Ort, aber eigentlich bin ich da auch nicht alleine. Kommt wieder einer mit dem Hund Gassi gehen, dann kommt die Autobahn wieder um die Ecke und irgendwie hast du keine Möglichkeit, wirklich allein zu sein. Aber was haben wir hier? Oder nicht in allen Städten, aber speziell hier in Köln. Prabhupada schreibt, oder hier Krishna sagt, sich an einen heiligen Ort befinden. Wenn du keinen einsamen Ort hast, dann sollst du an einen heiligen Ort gehen. So. Haben wir hier einen heiligen Ort in Köln? Genau. Gauradeshdam, genau. Dieser Tempel hier, das ist ein heiliger Ort. Andere hätten sagen können, okay, der Kölner Dom oder die Moschee hier um die Ecke. Auch gut, ist auch eine Art heiliger Ort. So, aber warum gibt es diese Plätze, warum gibt es diese heiligen Orte? Und speziell Gaurdesh, das Bhakti-Yoga-Zentrum hier in Köln, weil wir hier wirklich lernen können, was ist Yoga. Und hier treffen wir Leute, die das verstanden haben, die das leben, die das praktizieren und die uns anleiten können, das selbst zu praktizieren. Aber dazu müssen wir erstmal an diesem Punkt sein, dass wir sagen müssen, ich habe keine Ahnung von nichts. Ich weiß gar nichts, ich bin gefallen, ich muss mir eingestehen, ich bin eigentlich dumm. Und das ist schwer, ne? Weil wir ja immer denken, wir wissen alles. Ich lese doch die Bild-Zeitung, ich lese doch das Internet, keine Ahnung, Internet-Nachrichten von irgendeiner Möchtegern-Seite und dadurch bin ich doch gebildet. Und ich gucke auch die Tagesschau und ich weiß einfach, was abgeht. So, weißt du? Aber wir wissen das nicht im Endeffekt, weil spirituelles Wissen finden wir nicht in diesen materiellen Medien. Wir brauchen ein spirituelles Medium, transzendentales Wissen. Und transzendentales Wissen können wir entweder in Form der Bücher finden oder durch die Personen, die das praktizieren. Und wie bekommen wir die Bücher? Durch die Personen, die das praktizieren. Und das ist einer der Vorgänge unserer Islam-Bewegung hier, einer der Vorgänge, die Srila Prabhupada ins Leben gerufen hat, dass er diese transzendentalen Schriften vom Sanskrit erstmal übersetzt hat, ins Englische, und dann weltweit in alle Länder wurde das auch übersetzt. Und so haben wir auch seit Ende der 60er, 69, haben wir das Wissen auch hier in Deutsch, in deutscher Sprache. Und so nach und nach wurden alle Bücher übersetzt, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam und andere Bücher. Und wenn die Menschen damit in Berührung kommen, treffen sie erste Devotis? Oder haben durch die Gnade der Devotis und die Gnade von Srila Prabhupada sind die Bücher zu ihnen gekommen? So, das ist der erste Vorgang. Dann liest man diese Bücher. Dann versteht man vielleicht gar nicht, was ist damit gemeint. Oder man spürt eine Anziehung zu diesen Büchern. Man studiert diese Bücher und alles ist so fremd, verschiedene Namen, verschiedene Worte, so eine alte Schrift, Sanskrit. Und man versteht es, aber irgendwie versteht man es nicht. Aber innerlich im Herzen merkt man, das ist gut.
das offenbart mir etwas. Das ist vielleicht genau das, nach dem ich immer gesucht habe, was ich nicht draußen in diesen materiellen Medien oder im Freundeskreis oder in der Familie oder in meinem Job gefunden habe, weil da komischerweise keiner drüber spricht. Oder selbst wenn ich mit Leuten darüber sprechen wollte und sage, ja, weiß ich nicht, hast du schon mal von Karma oder hast du schon mal über Karma nachgedacht oder Reinkarnation, dann sind die Leute vielleicht teilweise sogar gestört oder wollen gar nicht mit dir darüber sprechen. Warum ist das so? Weil die Leute gar nicht so weit denken. Aber sobald jemand, so wie wir jetzt hier in diesem Raum, wir haben alle uns diese Fragen schon gestellt, wollen wir eine Antwort dazu finden. Und um diese Antworten zu finden, müssen wir in den heiligen Raum eintreten. Und diese Bücher und diese Schriften und die Gottgeweihten geben uns sozusagen den Schlüssel in die Hand, sagen, hier, dein eigener Schlüssel, damit kannst du diesen heiligen Raum betreten. Die Einladungskarte dazu. Und dann irgendwann machen wir das. Dann suchen wir den Tempel raus, oh, Tempel in Köln, da gehe ich mal hin. Und dann klingel ich, weil ich ja den Schlüssel noch nicht ganz habe, aber ich weiß die Adresse. So, dann gehe ich da hin, klingel, die Gottgeweihten meine Tür auf, die empfangen dich mit deinem Lächeln, sagen, hey, Hallibo, komm rein, ich zeig dir alles. Und so hat sich dieser Schlüssel manifestiert. Die Gottgeweihten haben die Tür aufgemacht, zeigen dir alles und dann irgendwann sitzt du hier beim Sonntagsfest und kriegst das alles mit und fängst das an zu praktizieren. Und was ist das Hauptmittel, was wir hier den Leuten mitgeben? Klar, wir können euch noch ein Buch geben, wir können euch ein bisschen Prasadam geben, wir können euch gute Gemeinschaft geben, wir können euch auch ein paar singen und tanzen, können wir auch alles machen, hört sich auch alles schön an und ist alles gut und gut. Aber was geben wir den Leuten eigentlich hauptsächlich mit? Was ist das, was wir den Leuten mitgeben? Genau, den Mahamantra, nämlich den heiligen Namen. Und der heilige Name ist dann wie so ein weiterer Schlüssel, den wir kriegen. Erstmal Schlüssel in die Gemeinschaft, Schlüssel in den heiligen Ort und dann gibt es den Schlüssel mit dem Mahamantra, der uns sozusagen durch diese transzendentale Klangschwingung, die ja schon enthalten ist in den Büchern, wir kennen das schon, die enthalten ist in den Worten der Gottgeweihten, die enthalten ist in den Liedern, die man hier hört und vielleicht auch nicht versteht, aber man singt einfach mit, es fühlt sich gut an. Dann chanten wir auf einmal Hare Krishna, kriegen vielleicht sogar ein Beatback von einem Gottgeweihten und dann fangen wir an zu chanten und auf einmal ist diese straighte Verbindung da mit Krishna. Und Krishna ist total happy in unserem Herzen und offenbart sich. Aber bevor wir das machen, brauchen wir einen Gottgeweihten, der uns das zeigt. Und das kann irgendjemand sein, hier im Tempel. Aber dann späterhin, wer sollte das eigentlich sein? Genau, der spirituelle Meister. Aber weil wir an dem Punkt noch nicht sind am Anfang, ist eigentlich jeder, den wir hier treffen, ist euer spiritueller Meister. In dem Moment. Weil der gibt euch die Bücher, der erklärt euch die Sachen, der gibt euch den heiligen Namen, der weiht euch ein, sozusagen auch wie man chantet, ihr chantet. Und so geht die spirituelle Reise los, bis dahin, dass ihr wirklich einen eigenen spirituellen Meister findet und euch ergebt diesem spirituellen Meister. Und deswegen sind diese heiligen Orte so wichtig, weil wir da den Kontakt zur spirituellen oder zur Transzendenz beginnen können. Deswegen pilgern wir hierher. Deswegen haben wir gute Gemeinschaft. Deswegen, ein Tempel sollte ein Ort sein, wo spirituelle Meister regelmäßig zu Besuch kommen. Das haben wir jetzt auch gemerkt, zum Beispiel vor schon ja fast 2 Wochen her, oder 2 Wochen jetzt, das Ratha-Yatra-Festival. Ne? Dann kommt Mahavishnu-Swami und Kadamakana-Swami und sind da und alle sind in Ekstase, weil die einfach dabei sind. Und weil die einfach so ernsthaft praktizieren und man sie sieht und einfach inspiriert ist durch, wie sie sprechen, wie sie singen, wie sie sich verhalten und man weiß, alles, was sie machen, entspricht diesen Grundsätzen der Shastras. Die halten das alles ein, diese Regeln und Regulierungen. Und wir am Anfang hier im Krishna-Bewusstsein, wir sind teilweise überfordert durch diese ganzen Regeln und Regulierungen, weil es einfach zu viele sind. So. Und da gibt es ein schönes Beispiel, dazu komme ich später, weil woher kommen diese Regeln und Regulierungen? Die kommen aus den Schriften. Ne? Und der spirituelle Meister gibt uns auch Regeln und Regulierungen. Und wozu sind diese Regeln und Regulierungen da? Um uns allmählich zu erheben. Um uns aus dieser Illusion, aus dieser Maya, aus dieser Intoleranz oder aus diesem Stolz, den wir haben oder Arroganz uns da rauszieht und versteht, ey, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig. Ich bin schon wichtig, aber dieser Körper und meine Handlungsweise ist nicht wichtig, weil ich vorher falsch gehandelt habe. Aber ich kann das umwandeln und kann verstehen, ey,
Ich bin nicht dieser Körper und ich bin auch nicht dieser Geist und ich bin auch nicht diese ganzen Sinne. Und der Sinn des Lebens ist auch nicht, diese Sinne sinnlos zu befriedigen, die nicht befriedigt werden können, sondern, was sind wir? Genau, wir sind die Seele und wir sind ein ewiger Teil Gottes, ein ewiger Teil Krishnas und wir sind Diener. Wir sind der Diener des Dieners des Dieners. Aber das können wir nur akzeptieren, wenn wir uns einem wahren Diener unterwerfen. Das hört sich heavy an, ne? Unterwerfen. Ich will mich doch niemandem unterwerfen, ich will doch niemandem dienen, alle sollen mir doch dienen. Ne? Geht es euch auch manchmal so? Dass ihr denkt so, ah, ist doch schön, alle sollen mir dienen. Ich bin das Zentrum dieser Welt. So. Aber so ist das nicht. Und Prabhupada, wenn wir das lesen, der Prabhupada ist heavy. Der wäscht uns den Kopf und sagt, nein, du bist nicht besser als ein Hund. Oder irgendein anderes Tier, sucht euch irgendwas aus. Und warum? Weil wir unsere Intelligenz nicht benutzen. Wir einfach nur unseren Sinnen handeln, unserem Geist handeln, unseren Gelüsten handeln. Und und so eigentlich unsere kostbare menschliche Lebensform verschwenden. Weil der Mensch ist dazu da, Sachen zu hinterfragen. Und diese Fragen, wo er keine Antworten drauf findet, diese Fragen werden beantwortet durch die Autoritäten der Veden, durch die Lehrer der vedischen Weisheit, durch den spirituellen Meister, durch den Gottgeweihten. Und der spirituelle Meister ordnet dieses ganze Wirrwarr. Und er gibt uns diese ganzen Regeln und Regulierungen, aber eigentlich, was ist die Krone, wenn wir eingeweiht werden? Klar, Regeln und Regulierungen sind gut, machen uns zu Menschen, aber was gibt er uns? Er gibt uns den Heiligen Namen. Und wir sollen den Heiligen Namen chanten. Er sagt, jeden Tag chantest du ab heute 16 Runden Hare Krishna. Und das sind 2 Stunden, 2,5 Stunden Meditation, das ist viel. Dafür, dass wir eigentlich aus dem Backraum kommen und nie meditiert haben. Und auf einmal versprechen wir das. Wow. Das ist eigentlich genau das, was Arjuna hier auch wollte. Ja, ich will jetzt meditieren. So. Aber den ganzen Tag will ich meditieren, will nicht kämpfen. Und genauso wollen wir eigentlich auch den ganzen Tag meditieren und wollen alles liegen lassen. Aber der spirituelle Meister sagt uns, nein, du musst praktisch sein, du musst handeln im Bhakti-Yoga, aber trotzdem darfst du meditieren. Nämlich alle Handlung ist eine Meditation und der Heilige Name, mindestens 16 Runden. Das heißt, du lernst zu meditieren 2 Stunden, 2,5 Stunden täglich. Und von dieser Meditation lernen wir dann durch eine weitere Praxis, wie wir eigentlich diesen ganzen Tag füllen können, wie der ganze Tag eine Meditation sein kann. Nicht nur dieses morgendliche Chanten, unser Japa, wo Krishna sagt, er ist das Selbst. Das ist wie ein Anruf, wir rufen Krishna an. Und Krishna ist am anderen Ende und hört zu. Aber da muss das Chanten auch rein sein und mit Liebe und ich will Krishna wirklich erreichen können. Und nicht einfach Krishna, Krishna, oh, was mache ich später noch und ist die Runde bald zu Ende, was kommt später im Fernsehen? Da ist Krishna nicht da. Aber wenn wir wirklich sagen, Krishna, ich möchte mich jetzt mit dir verbinden durch den Vorgang des Chanten der Heiligen Namen, dann wird Krishna auf uns aufmerksam und gibt uns Segnungen aus der spirituellen Welt, gibt er uns Segnungen. Und das merken wir im Herzen und auf einmal fühlt sich das gut an. Und wir werden Geschmack entwickeln am Chanten der Heiligen Namen. Aber was ist das Problem auch innerhalb unserer ISKCON-Bewegung hier, oder ich merke das auch an mir selbst, dass wir anhaften an rituelle Vorgänge. Ne? Zum Beispiel heute, was ist heute? Ekadashi. Sonntag, genau, Ekadashi, wir haben ein Sonntagsfest. Das ist eine Tradition. Sonntagsfest muss jeden Sonntag sein. Ekadashi muss immer gefastet werden. Ne? Morgens müssen wir immer aus dem Srimad Bhagavatam lesen. Und abends immer aus der Bhagavad Gita. Und du musst mindestens 16 Runden chanten. Und du musst immer Prasadam essen. Fällt euch noch was ein? Irgendein Ritual, was immer sein muss? Immer lesen, genau, wir müssen immer lesen. Genau, immer an der Gemeinschaft von Gottgeweihten sein. Immer einen Dienst haben. Seid ihr immer im Dienst? Traut sich keiner, ne? Wir probieren zumindest immer im Dienst zu sein. Seid ihr immer an diesem heiligen Ort? Immer an Krishna denken, genau. Und wo geht das ganz einfach? In der Gemeinschaft, an diesem heiligen Ort. Und sind wir immer an diesem heiligen Ort? Seid mal ehrlich zu euch selbst, sind wir immer an diesem heiligen Ort?
Eigentlich müssten wir jetzt sagen nein, ne? Weil wir sind ja nicht immer hier in Gauradesh und nicht immer im Tempel. Aber Krishna ist ja die ganze Zeit auch bei uns. So, und dieser heilige Ort ist überall da, wo die Gottgeweihten zusammenkommen. Und wo kommen die Gottgeweihten zusammen? Im Tempel. Und wenn wir außerhalb des Tempels sind, klar können wir auch unseren Tempel zu Hause haben. Und wir können auch zusammenkommen als Gottgeweihte in irgendeiner Wohnung und können da ein schönes Hausprogramm haben. Und überall da, wo Krishna Lob gepriesen wird, aber in der Gemeinschaft zusammen, da ist Krishna gegenwärtig, wo wir ihn lobpreisen in Form von Singen, von Sprechen, von Vorträgen, wo wir, ja, da, wo die Gottgeweihten ihn lobpreisen, da ist Krishna gegenwärtig. Und wie soll das sein, wenn wir alleine sind? Wenn wir alleine sind, okay, dann chanten wir auch Hare Krishna. Ne? Aber chanten wir den ganzen Tag Hare Krishna? Meistens nicht, ja. Wir machen viele andere Sachen. Also sind wir nicht immer in diesem heiligen Raum. Obwohl Krishna die ganze Zeit mit uns rumläuft, er ist die ganze Zeit in unserem Herzen und wartet nur darauf, jetzt mach wieder was für mich, mach was für mich, erinnere dich an mich, chante für mich, lese für mich. Und trotzdem aber ignorieren wir das. Oder wir legen Wert auf irgendeinen Zweig unserer ritualistischen Vorgabe, die wir haben im Bhakti-Yoga, und vergessen dann eigentlich den wahren Fokus. Habt ihr zum Beispiel was, wo ihr sagt, das mache ich am liebsten im Bhakti-Yoga? Was ist es? Schreibt mal was rein. Irgendwas. Lesen. Lesen ist immer gut. Prasadam, genau. Kirtan, genau. Was? Altardienst, genau. Da war noch Chanten dabei, genau. Es kommen viele Sachen. Kommen viele, viele Sachen. Aber eigentlich, was sollen wir machen? Was ist das, was uns Lord Chaitanya gebracht hat? Was ist das, womit alles begonnen hat? Die ISKCON hat begonnen. Mit was hat es begonnen? Den heiligen Namen des Herrn. Und der heilige Name ist so wichtig, weil wir müssen einfach uns erinnern, was hat Krishna gemacht hier vor 5000 Jahren? Hat er einen Guru angenommen? Hat er. Krishna und Balaram sind zusammen in den Ashram, in einen heiligen Ort, zu Sandipani Muni gegangen und haben sich unterweisen lassen in der ganzen vedischen Kunst. Und in ein paar Tagen haben die ganzen Veden gelernt. So. Und er hat uns dann Gott selbst hat uns ein Beispiel gegeben, er nimmt einen spirituellen Meister an. Obwohl er Gott ist, warum macht er das? Und er sagt, ich bin Gott, ich weiß alles, ich bin allwissend, allmächtig, ich muss das nicht machen. Aber er macht es, um uns eine Lehre zu geben. Ich mache das, damit ihr das auch macht. Und dann später, wo er in Dwaraka war, ne? Da wie viele Frauen hat er gehabt in Dwaraka? 1108, ne? 16.108, siehst du, 16.108. Und er hat mit jeder Frau große Familie gehabt, eigen Schloss, alles. Und da wird im Krishna-Buch beschrieben, ne? 10 Kinder mit jeder Frau. Da vorstellt, was das für eine Nachkommenschaft war, ja? Krishna. Das ist Krishna. Und er hat sich, obwohl Krishna ja nur einer ist, hat er sich da schon manifestiert in diese 16.108 Erweiterungen. Und er war für jede Frau einzeln da. Und dann wird im Krishna-Buch beschrieben, dass Narada Muni eines Tages geht er nach Dwaraka, um Krishna zu besuchen, um sich das anzuschauen. Weil er gedacht hat, Krishna ist jetzt da, hat 16.108 Frauen, das muss ja total verrückt sein, ich muss das mal sehen. Und dann fliegt er sozusagen rauf und sieht diese ganzen Tempel und sieht überall, okay, Krishna steht morgens auf. Und dann wird der Tagesablauf von Krishna beschrieben. Krishna steht auf, die Frau schläft noch, er macht sich frisch. Dann geht er den Tempel besuchen, er chantet den heiligen Namen. Und dann werden so ein paar Sachen erklärt, die Krishna macht, jeden Morgen. Und dann kehrt er wieder zurück und dann beginnt der Tagesablauf. Aber das ist wichtig, warum zeigt uns Krishna oder Narada Muni in Form, dass er das sieht, warum zeigt uns Krishna das? Um uns wieder auch zu zeigen, wie man es richtig macht. Krishna besucht den Tempel. Und er chantet den heiligen Namen. Krishna setzt sich hin und meditiert über sich selber. Das ist abgefahren, ne? Und das sollen wir auch machen. Wir sollen nicht über uns selbst meditieren, wir sollen über die höchste, perfekte Person meditieren. Leg mal, Krishna fängt an, über sich selber zu meditieren. Der alles weiß, das ist endlos. Da gibt es so viel zu meditieren. Und wir haben auch, wir wissen, wie sieht Krishna aus, wo kommt er her, was macht er alles, welche verschiedenen Formen nimmt er an, wo ist er erschienen, mit wem ist er erschienen. Wer sind seine ewigen Gefährten? Das ist schon endlos.
Wenn wir jeden Tag uns da ein bisschen was nehmen und darüber meditieren, über seine Allmacht und seine Stärke und seinen Ruhm, ist das eigentlich endlos, worüber wir meditieren können. Und so sehen wir, dass es eigentlich in unserer Parampara sozusagen Standard ist, dass wir einen spirituellen Meister annehmen und dass wir in die Obhut gehen der spirituellen Lehre. Und so Arjuna auch. Was hat Arjuna gemacht? Arjuna wurde ausgebildet von Dronacharya in der Kriegskunst und in verschiedenen anderen Künsten der Veden. So hat er auch einen spirituellen Lehrer. Aber trotzdem hat er dann später, nach Krishnas Unterweisung, hat er Krishna, seinen besten Freund, hat er als sein Lehrer akzeptiert und hat sich Krishna untergeordnet. Hat gesagt, Krishna, was du sagst, du hast recht, ich werde es tun. Und am Ende sagt Krishna sogar noch, ich erkläre dir das alles, jetzt handel, wie du willst. Aber Arjuna hat schon so viel gehört, so viel transzendentales Wissen, so viel kraftvolles Wissen, dass er gesagt hat, okay, Krishna, meine Illusion ist vergangen, jetzt mache ich das. Ich werde für dich kämpfen, weil ich verstehe, ist alles schon vorbestimmt, ich bin ein Diener, ich handle wie ein Werkzeug in deinen Händen und weil du auf meiner Seite bist, werden wir diesen Kampf gewinnen. Und genauso geht das dann noch aus. So, wer war noch da? Lord Chaitanya Mahaprabhu war da, der hat den heiligen Namen gebracht. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu, hat er einen spirituellen Meister gehabt? Klar hat er einen spirituellen Meister gehabt. Ishvara Puri, ne? Und Ishvara Puri hat ihm unterwiesen. Und obwohl Ishvara Puri, wie sagt man, eigentlich in einer anderen Linie war, hat er ihm trotzdem die Unterweisung gegeben, den heiligen Namen zu chanten. Und dann wird später, Lord Chaitanya wird dafür kritisiert, dass er durch die Straßen läuft und singt und tanzt und weint und zu Boden fällt und wieder aufsteht und eigentlich nur in Ekstase ist. Und die ganzen Mayavadis, die ganzen Vedantisten, die Mayavadi-Schule hat ihn dafür kritisiert und sagt, was machst du hier, so ein sentimentales Hin- und Hergetanze, komm lieber zu uns und studiere das Vedanta, das bringt dir die Vollkommenheit. Und Lord Chaitanya hat gesagt, nein, mein Guru hat gesagt, ich bin ein Dummkopf und ich kann das Vedanta nicht studieren. Er hat gesagt, ich muss einfach nur den heiligen Namen chanten, weil ich bin so gefallen. Ich soll einfach nur den heiligen Namen chanten. Und das ist genau die Aussage hier. Dass in diesem Zeitalter des Streites und der Heuchelei gibt es kein einziges Mittel zur Befreiung, außer das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Und es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Prabhupada, hat er einen spirituellen Meister gehabt? Natürlich hat er einen spirituellen Meister gehabt. Bhaktisiddhanta, hatte Bhaktisiddhanta einen spirituellen Meister? Ja, hatte er. Hatte Gorkishordas Babaji einen spirituellen Meister? Ja. Hatte Bhaktinotaku einen spirituellen Meister? Ja. Alle die hatten einen spirituellen Meister. Hatten die sechs Goswamis einen spirituellen Meister? Na klar, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ja. Und die haben alle dasselbe bekommen für dieses Zeitalter. Weil immer Krishna erscheint für jedes Zeitalter und gibt das Yuga Dharma für dieses Zeitalter. Und Lord Chaitanya ist in diesem Zeitalter erschienen, obwohl es eigentlich nicht üblich ist, dass Krishna erscheint in jedem Kali Yuga. Er erscheint nur in dem Kali Yuga, was nach Krishnas Erscheinen ist. Weil dieses Kali Yuga ist besonders gesegnet. Und in dieser Zeitalter erscheint Sri Chaitanya Mahaprabhu in seiner barmherzigsten Form, wo er die Dämonen nicht tötet, wo er die dämonische Mentalität tötet in Form des heiligen Namens. Und der heilige Name ist so kraftvoll, dass er uns alle Sünde wegnehmen kann. Jovi, Jagai und Madai, ne? Die zwei Persönlichkeiten, die eigentlich die uns repräsentieren, die Sünde in Person repräsentiert haben, die alles Schlechte gemacht haben. Und selbst die haben sich den Lotusfüßen Lord Chaitanyas und Lord Nityanandas unterworfen und haben dadurch spirituelle Barmherzigkeit bekommen. Und so müssen wir lernen, dass das Yuga-Dharma für dieses Zeitalter, klar, wir praktizieren Bhakti-Yoga und das ist ein großer Vorgang, aber der Hauptfokus in diesem Vorgang ist nicht das Prasadam, sind nicht die Regeln und Regulierungen, ist nicht dies und das. Das ist alles wichtig und das füllt den Rahmen aus. Aber der Hauptvorgang ist das Chanten der heiligen Namen. Und machen wir das jeden Tag. Chantet ihr alle den heiligen Namen jeden Tag? Sollte eigentlich so sein. Ne? So. Der eine mehr, der eine weniger, die eingeweiht sind, chanten mindestens 16 Runden, Minimum, wenn nicht sogar mehr.
Und die, die noch nicht so lange dabei sind, chanten 2, 3, 4, 5 Runden, 8 Runden, keine Ahnung. Jeder hat so sein kleines Geheimnis. Aber vor Krishna könnt ihr das nicht verstecken. Krishna sieht das. Und er sieht auch hier denjenigen, der nur eine Runde chantet. Und er wird ihn inspirieren, hey, okay, jetzt chant 2 Runden. Und chant 3 Runden. Chant 4 Runden. Und so steigert man sich bis an diesen Punkt, dass man wirklich 16 Runden jeden Tag chantet. Ohne Fail. Und man würde sich total schlecht fühlen, wenn man das nicht machen würde. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nicht zu chanten. Was einfach Teil meines Tagesablaufes ist. Und genauso müssen wir das auch lernen von einer Person, die das praktiziert. Und das sind die spirituellen Meister, das sind die Gottgeweihten. Von denen können wir lernen, uns ein Beispiel nehmen. Ihr Beispiel wird sozusagen kopiert. Und selbst wenn das für uns am Anfang total hoch erscheint, oh, der chantet jeden Tag 16 Runden, hält die ganzen Prinzipien, macht so viel Dienst im Tempel und oh, ich bin der kleine Bagda, ganz neu, habe eine Anziehung dazu, aber ich werde doch da nie hinkommen. Ja, warte mal ab. Gib dem Ganzen mal ein halbes Jahr, ein, zwei Jahre. Und auf einmal ist der kleine Bagda, der den einen Devoti als Vorbild hatte, auf einmal merkt er, ich bin selber dieser Devoti geworden, den er immer als Vorbild hatte. Wenn nicht sogar noch besser. Weil das ist die Barmherzigkeit der Gottgeweihten. Die geben dir alles und im Endeffekt wirst du sogar noch besser. Als vielleicht derjenige, der das gezeigt hat. Und wir wissen nie, wo wir anfangen, weil wir alle an unterschiedlichen Ebenen anfangen. Aber der Sinn ist, dass wir das Yuga Dharma praktizieren. Und das Yuga Dharma ist Harinam Sankirtan. Und Sankirtan heißt nicht, allein an einem heiligen Ort zu gehen und einfach nur zu chanten. Das ist gut, das kann man machen und das machen wir auch alle ab und zu mal. Aber der Sinn ist eigentlich, dass Sankirtan heißt, gemeinschaftlich zu chanten. Gemeinschaftlich zusammenkommen und den heiligen Namen zu lobpreisen. Und ihr seht das ja, wenn ihr Sonntag regelmäßig herkommt, was passiert? Alle mal kürtern, 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 yeah, kürtern. Oh, war viel zu kurz, die 1,5 Stunden. Lass uns doch länger kürtern machen. Weil es Power hat, das zusammenzumachen. Dann kommt der Vortrag, der eine mag den Vortrag, der andere mag den Vortrag nicht. Dann gibt es wieder die Gaura-Artik, alle sind ekstatisch, springen rum und der heilige Name ist wieder da. Dann gibt es Prasadam, dafür kommen auch dann viele wieder. Oh, nur Prasadam. Das ganze Programm gespart, aber zum Prasadam bin ich da. Die typischen Prasadam-Bhaktas, die auch gern gesehen sind, aber auch sehr gefürchtet sind, weil sie immer die größten Plates essen. So. Ist alles gut, sowas zu machen, aber wir merken hier, zusammen die Sachen zusammen zu machen, macht Spaß. Und zusammen den heiligen Namen schänden hat noch mehr Kraft, als wenn wir das alleine machen. Also lasst uns doch dieses Sonntagsfest hier einfach als Inspiration nehmen und zu verstehen, ey, der Tempel hat jeden Tag offen, der hat ein Morgenprogramm, der hat ein Abendprogramm, da kommen die Gottgeweihten auch zusammen, singen und tanzen, hören aus den Schriften, essen zusammen Frühstück und machen so gewisse Tätigkeiten alle zusammen. Lass mich doch daran teilhaben. Lass mich doch diese Gemeinschaft, die mir angeboten wird, die umsonst ist, annehmen. Und nicht denken, ah, das schaffe ich alleine zu Hause. Und ich treffe mich ja mit den Devotis alle 2 Wochen zu irgendeinem Hausprogramm. Oder ich mache ja mein Prasadam alleine. Und ich mache ja meine Arati auch alleine zu Hause zu meinem Bild. Oder zu meinem Deity, den ich zu Hause habe. Das ist alles gut, alles gut. Aber die Hauptverehrung sollte in einem Tempel stattfinden. Deswegen müsst ihr Zuflucht suchen bei einem Tempel, bei einer Gemeinde. Und wir haben hier eine schöne Gemeinde in Köln. Aber wie wir ja sehen, die Leute kommen aus Münster, die Leute kommen aus allen möglichen Städten drumherum und pilgern immer zu diesem einen Ort, nach Gauradesh. Weil hier findet diese Gemeinschaft statt. Und diese Gemeinschaft hat Srila Prabhupada weltweit uns gegeben in Form seiner Tempel. Und er hat es etabliert, dass hier ist ein Ort, wo wir lernen können, den heiligen Namen richtig zu benutzen und zu verstehen, dass alle anderen Arten von rituellen Handlungen zwar auch gut sind und Teil des Vorgangs sind, aber wir dürfen den Fokus des heiligen Namens nicht mindern oder wertschätzen. Es muss immer topmost bleiben. Der heilige Name ist das Höchste und Reinste, was wir haben. Und das ist das, was uns hier befreit. Der heilige Name. Weil der heilige Name kann uns niemand nehmen. Ein Buch kann genommen werden, die können uns auch die Dienste verbieten, die können auch die Tempel schließen, die können alles machen. Die können alles kann auf einmal weg sein. Aber was können sie uns nie wegnehmen? Den heiligen Namen.
Und das Wissen über den Heiligen Namen, das Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes, das haben wir in uns, in unserem Schatz, in unserem Tresor fest verschlossen sozusagen. Wir müssen erstmal wieder öffnen, dann sammeln wir, dann kommt das Wissen vor, was wir schon haben. Und dann kann es uns da niemand mehr wegnehmen in unserem Herzen. Wir haben Krishna die ganze Zeit dabei. Und Krishna ist besonders happy, wenn wir das nicht alleine praktizieren, sondern in Gemeinschaft. Und was hat Prabhupada gemacht? Wie hat er diese Bewegung gestartet? Wir haben es schon gesagt, mit dem Heiligen Namen. Ne? Er ist einfach in den Park gegangen und an einem Baum hat sich hingesetzt mit ein paar Devotis, die wussten schon Bescheid, komm, wir singen jetzt einfach Hare Krishna. Ne? Ganz simpel. Und was ist passiert? Die Leute kamen und haben sich so mal rumgestellt, haben einfach nur zugehört, haben das noch nie gesehen und waren total begeistert. Und haben mitgemacht, haben mitgeklatscht oder haben es gleich kritisiert, aber sind trotzdem stehen geblieben, haben sich das angeguckt und so ist die Bewegung gewachsen. Was haben die Gottgeweihten dann noch gemacht? Was wolltest du sagen? Das war im Central Park. Genau, im Central Park. Und dieser Baum ist heilig. Und den kannst du besuchen. Ich war noch nie da, aber alle, die nach New York mal fahren, können diesen Park besuchen. Da ist sogar ein Schild jetzt, als Gedenke. Hier hat Srila Prabhupada die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein gestartet. Und alle da in der Umgebung haben eine Wertschätzung für die Gottgeweihten. Keine Ahnung, wann die es aufgestellt haben, aber auf jeden Fall steht es da. Und das ist gut, dass es da steht. Und alle Nachbarn da, die kennen die Hare Krishnas. Und wir haben auch den Matchless Gift, den Laden da, ist auch jetzt ein ISKCON-Tempel drin. Das ist alles, du kannst die Orte besuchen. Da, wo alles angefangen hat, kannst du jetzt besuchen. Es ist eine Pilgerstätte geworden. Es ist ein heiliger Ort geworden. Und ja, was hat Prabhupada noch gemacht dann? Er hat seinen Devotis gesagt, geht auf die Straße. Verteilt die vedische Literatur. Was haben die Devotis am Anfang? Die hatten noch keine große Literatur. Was hat Prabhupada gesagt? Chantet Hare Krishna auf der Straße. Geht raus, verteilt den Heiligen Namen. Und jetzt gucken wir mal in unser Herzen. Machen wir das? Verteilen wir den Heiligen Namen auf der Straße? Jeder guckt mal individuell in sein Herz. Habt ihr das überhaupt schon mal gemacht? Wollt ihr das machen? Habt ihr den Wunsch dazu? Und wenn ihr schon mal gemacht habt, dann wisst ihr, dass es total blissful ist. Ne? Wer war schon mal auf Harinam? Ja, ein paar Hände sind oben, aber ein paar Hände sind auch noch unten. So. Und wir hier in Köln, wir haben ja diesen Tempel schon seit 30 Jahren, wir haben eigentlich schon eine lange Tradition, dass wir Harinam machen, immer samstags. Zum Beispiel gestern. Wie viele Leute waren gestern beim Harinam? Wie viele Devotis? Only four? Vier nur? Das ist viel zu wenig. Aber trotzdem machen die Devotis das. Und wir machen regelmäßig diese Harinams. Und gerade am Wochenende, ich wollte sagen, ich habe es eigentlich gedacht, so 5 oder 10 oder mehr. So. Aber es gibt, wa? Goranga, wir waren schon so oft hier auf den Harinam am Samstag, wa? Mit 10 Devotis oder 15 Devotis. Warst du da, du auch? Aber die Sache ist, wir gehen raus. Jeden Samstag. Das ist schon eine Tradition in Gauradesh. Und der Zeit hat, macht mit. Und um nur euch mal zu inspirieren, wir wollen natürlich unsere normalen Programme hier auch weitermachen. Und die machen wir auch weiter. Und das tägliche Programm läuft weiter, der wöchentliche Harinam läuft auch weiter. Aber wir haben jetzt gerade so ein paar Devotis, die sind inspiriert, Harinam zu machen, jeden Tag. Jetzt stellt euch das mal vor. Es gibt Devotis, die gehen raus jeden Tag. Auf Harinam. Ist das ekstatisch? Das ist ekstatisch, ja? Und diese Devotis, die das machen, die wollen nicht alleine rausgehen. Die gehen alleine raus mit 1, 2 oder so wie gestern zu 4. Die haben damit auch gar kein Problem. Aber die warten eigentlich auf euch alle, dass ihr euch dem anschließt. Lord Chaitanya auch, der ist auch alleine losgelaufen. Mit Nityananda und mit dem Panchatattva sind sie los. Haben gesungen. Und dann wird beschrieben, dann singen die eine halbe Stunde schon, auf einmal waren dahinter tausende Menschen. Ist das mit unseren Devotis? Sie gehen zu viert los, werden es dann mehr? Leider nicht. Aber es liegt an euch, da teilzunehmen. Und ich werde jetzt immer mal wieder das ansagen, dass die Devotis, wir gehen regelmäßig raus. Und ihr könnt euch anschließen. Und die sagen, ich wohne viel zu weit weg, okay, die haben die gute Ausrede. Aber alle, die hier in der Nähe wohnen, von Köln oder in Köln oder um Köln herum und die in der Woche Zeit haben, die vielleicht nie Samstagszeit haben, wo der normale Harinam stattfindet, die aber sagen, ich habe ja Dienstagzeit. Dann kontaktiert uns hier im Tempel und wir sagen euch, am Dienstag findet ein Harinam statt, am Mittwoch findet ein Harinam statt, am Donnerstag findet ein Harinam statt.
Und ihr könnt euch mit den Devotis verbinden, die rausgehen, und dann unterstützt das. Folgt der Harinam Sankirtan-Bewegung von Lord Chaitanya. Und das gab es noch nie. Und das kann nur belebt bleiben, wenn wir als Devotis diese Devotis unterstützen. Genauso mit der Buchverteilung. Es gab immer jahrelang, gibt es Devotis, die Bücher verteilen. Und dann werden es mal wieder weniger, dann kommen wieder neue dazu, aber es wird ständig, werden Bücher verteilt in Gauradesh. Jeden Tag verteilen wir Bücher. Und das ist normal. Und da könnt ihr genauso dran teilnehmen. Aber genauso ist es auch den heiligen Namen des Yuga Dharma einfach zu verbreiten, weil das ist die einfachste Sache, den Menschen da draußen Barmherzigkeit zu geben. Ungezwungen. Auch wenn sie es nicht wollen. Sie kriegen es trotzdem. Weil gegen diese Klangschwingung können sie nichts machen. Die müssten so rumlaufen. Und das machen sie nicht. Sie hören zu. Und sie sehen die Devotis happy singen und tanzen. Sie sehen die devotionale Kleidung. Sie sehen das Tilak. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie gar noch eine Einladungskarte, ein Buch oder Prasadam und kriegen dann noch mehr Mercy. Aber alleine, dass sie den heiligen Namen gehört haben, das ist so ein tiefes Samskara für diese Menschen, für diese im Kali-Yuga gefallenen Seelen, so wie wir auch gefallene Seelen im Kali-Yuga sind. Aber wir wurden befreit durch die Sangitan-Mission. Jetzt ist unsere Aufgabe, andere auch zu befreien. Und nicht heavy zu denen zu predigen oder denen alle ein Buch zu geben, weil nicht jeder möchte ein Buch haben. Und nicht jeder möchte auch vegetarische heilige Speise zu sich nehmen. Nein, wir müssen sie anders zwingen, das anzunehmen. Durch das Yuga Dharma, durch den heiligen Namen, durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Und das machen wir jetzt. Ne? Und ich finde das super inspirierend, auch wenn ich selber vielleicht nicht so oft dabei bin. Aber mich selber inspiriert das auch total zu sehen, dass die Devotis täglich rausgehen. Und nicht nur eine Stunde. Teilweise gehen die 5 Stunden raus. Und du denkst dir, wie geht das? Weil sie glücklich sind, weil sie den heiligen Namen chanten und weil sie davon leben, von dem, was zurückkommt. Die Leute sind im Bliss, wenn sie den heiligen Namen hören, wenn sie die Devotis sehen. Und die Freude, die zurückkommt, dieser liebevolle Austausch zwischen den Devotis und den normalen Menschen da draußen. Weil die normalen Menschen da draußen sind auch Devotis, aber die haben es vergessen. Und wir können sie durch die Sankirtan-Harinam-Bewegung, können wir sie wieder damit verbinden, können sie wieder integrieren in das, was sie eigentlich vergessen haben. Und singen und tanzen und das schön finden, das mag jeder. Ne? Das mag jeder. Man kann da draußen super Erfahrungen machen. Und die Leute sind happy. Und seit wir das machen, und ich gehe auch fast regelmäßig raus mit Büchern, treffe ich wieder Leute und ich präsentiere denen die Bücher und die sagen, oh, ich habe euch letztens wieder gesehen. Und ihr habt ja da wieder gesungen und getanzt. Und das war total schön. Und jetzt gibst du mir das Buch, ich nehme es mit. Ja. Wir müssen die Leute wieder aufwecken, aufwärmen. Und was ist auch für die Prediger, die rausgehen, was ist auch die häufige Reaktion von den Menschen? Euch gibt es noch. Euch gibt es ja noch. Warum habe ich euch so lange nicht gesehen? Ja, weil wir nicht rausgehen, weil wir nicht präsent sind. Das ist eigentlich eine Schande. Die Leute müssen, wir müssen präsent sein da draußen. Und dann können wir auch neue Leute anziehen und neue Leute einladen in diesen heiligen Raum hier. Wir suchen Zuflucht in dem heiligen Raum und wir müssen anderen Leuten auch Zuflucht suchen oder geben, dass sie hier Zuflucht suchen können in diesem heiligen Raum. Und dann schenken wir ihnen auch den heiligen Namen und geben ihnen auch das Wissen. Aber der Schlüssel ist der heilige Name. Und ich habe noch eine kurze, das ist eine Erläuterung aus dem 2. Kapitel, 46. Vers, lese ich einfach nur ein Stück aus der Erläuterung. Das ist aus dem Srimad Bhagavatam, 3. Kanto, 33. Kapitel, Vers 7, ist ein schöner Vers aus dem Bhagavatam und dann gibt Prabhupada eine kurze Erläuterung dazu und damit würde ich dann auch abschließen. Der Vers aus dem Bhagavatam. O mein Herr, ein Mensch, der deinen heiligen Namen chantet, befindet sich auf der höchsten Ebene der Selbstverwirklichung, selbst wenn er in einer niedrigen Familie wie der eines Chandala, Hundeessers, geboren wurde. Ein solcher Mensch muss alle Arten von Bußen und Opfern in Übereinstimmung mit den vedischen Ritualen ausgeführt und viele Male die vedischen Schriften studiert haben und an allen heiligen Pilgerstätten gebadet haben. Ein solcher Mensch muss als der Beste der Arya-Familie angesehen werden. Erläuterung von Srila Prabhupada. Man muss deshalb intelligent genug sein, das Ziel der Veden zu verstehen, ohne nur an den Ritualen zu haften
und man darf nicht danach trachten, zu dem himmlischen Königreich erhoben zu werden, um eine höhere Form der Sinnesbefriedigung zu genießen. Es ist dem gewöhnlichen Menschen in diesem Zeitalter nicht möglich, allen Regeln und Vorschriften der vedischen Rituale zu befolgen oder dem Vedanta und den Upanishaden vollumfassend zu studieren. Es erfordert viel Zeit, Energie, Wissen und Aufwand, und den verschiedenen Zielen der Veden gerecht zu werden. Dies ist im gegenwärtigen Zeitalter kaum mehr möglich. Das höchste Ziel der vedischen Kultur wird jedoch erreicht, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet, wie es Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Befreier aller gefallenen Seelen, empfahl. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gibt es Fragen dazu? Genau. Gleichzeitig, wenn ich das richtig verstanden habe, schreiben die Shastras und Prabhupada aber, in der Bhagavad Gita steht es irgendwo, dass es sogar verboten ist, gewissen Menschen den heiligen Namen mitzuteilen, also wenn die noch Fleischesser sind, so wie ich das gesagt habe. Also, du kennst vielleicht diese Stelle auch aus der Bhagavad Gita, wo das steht, ich glaube, ziemlich hinten, ich weiß nicht, für mich ist das trotzdem ein bisschen wie ein Widerspruch. Dass einfach gesagt wird, gewisse Menschengruppen, auch wenn die nicht assurisch sind, soll man den heiligen Namen anscheinend nicht mitteilen. Das ist ein Vergehen gegen den heiligen Namen. Dass man sozusagen den Leuten dieses Wissen offenbart. Wie war das zu... Genau, die Herrlichkeiten des heiligen Namen sozusagen an Leute weiterzugeben, die nicht daran glauben, sozusagen. Es ist auf eine Art richtig, aber auf der anderen Art ist das unser Vorgang. Lord Chaitanya hat das gemacht, Srila Prabhupada hat das gemacht. Er hat den gefallensten Seelen diesen heiligen Namen gegeben. Wenn wir das nicht machen würden, könnten wir die Leute nicht befreien. Also ist das dann vielleicht so, du erklärst ihnen die Kraft nicht. Du gibst ihnen einfach nur den heiligen Namen. Der heilige Name arbeitet unbewusst in dieser Person und offenbart, dass die Person sich darüber schlau machen will. Dass sie mehr darüber wissen will, dann ist sie bereit. Wenn ich mich aber hinsetze und sage zu allen Leuten, alle Atheisten, sage, ihr müsst den heiligen Namen chanten, weil dann passiert das und das und das, die das aber gar nicht hören wollen, dann ist das ein Vergehen dagegen. Verstehst du? Du darfst nicht die Herrlichkeit des heiligen Namens zu jemandem sprechen, der dazu nicht bereit ist, wenn er es nicht will oder wenn er es nicht hören soll. Aber den heiligen Namen kannst du ihm trotzdem schenken, aber du erklärst ihm ja nicht die Kraft des heiligen Namens. Du gibst ihm den heiligen Namen und der heilige Name wirkt auf seine Art. Verstehst du? Du gibst nur den Namen. Ohne weitere, du musst das jeden Tag chanten, du musst hier das noch einhalten und das. Und das ist der Gottesname und Krishna bedeutet die Höchstpersönlichkeit Gottes und Hari ist Radharani und bla 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 bla. Das wissen wir alles und das ist gut und das ist super, wenn man sich damit beschäftigt. Aber am Anfang, wir geben den Leuten nur den heiligen Namen. Einfach nur den heiligen Namen und der wirkt. Weil die Leute da draußen, die können so bedeckt sein, so atheistisch sein, so... nichts von Gott wissen wollen, aber sie hören den heiligen Namen und finden das vielleicht in dem Moment sogar gut. Und selbst wenn sie es schlecht finden, die Harinam-Gruppe, und sie kritisieren und sagen, geht doch nach Hause, geht arbeiten, warum seht ihr so komisch aus und noch Dutzende Vergehen machen gegen die Gottgeweihten. Trotzdem in dem Moment glorifizieren sie die Gottgeweihten. Ja, weil sie an die Gottgeweihten denken und sie machen spirituellen Fortschritt und sie hören den heiligen Namen. Und sie denken an die Gottgeweihten und sie machen, obwohl sie Vergehen machen, machen sie spirituellen Fortschritt. Das ist die Kraft der Sankirtan-Mission. Dass selbst Leute, die über uns kritisch reden, denken, uns beleidigen, machen spirituellen Fortschritt. Prabhupada, es gab früher zu der Sektenzeit und zu anderen Heavy-Zeiten, wo sie gegen die ISKCON Heavy gepredigt haben in Amerika und so. Prabhupada hat sich diese Artikel angeguckt, die total negativ waren. ISKCON ist das und das und ganz schlimm. Ja, dann guck jetzt, okay, 10-mal Hare Krishna steht hier. Gutes Predigen. Das war die Sicht von Prabhupada. Er hat nicht gesehen, oh, jetzt machen die uns hier voll fertig und die kritisieren uns. Nein, er hat gesehen, die Leute, die das lesen, lesen 10-mal Krishna oder Hare Krishna. Machen sich spirituellen Fortschritt. Das ist die Sicht der Gottgeweihten.
Genau. Wir können gar nicht so viele Vergehen machen, weil das ist so reinigend, wenn die einfach nur Hare Krishna hören. Und noch reiniger ist es, wenn sie sogar uns das sogar noch nachmachen. Und das so wie Hare Krishna, so lachhaft oder das, so, weißt du, so, denn die haben es selber schon gesprochen. Und Lord Chaitanya hat sogar gesagt, jeder, der einmal Krishna sagt, ist ein Gottgeweihter. Selbst der größte Dämon, der draußen ist und sagt, ah, diese Hare Krishnas, die mag ich gar nicht. Er hat Hare Krishna gesagt, wir sollten ihn als Gottgeweihten beachten, ansehen. Aber das gilt jetzt für die Leute, die wirklich nicht dran glauben, also die das praktisch in ihrem Unverständnis blasphemieren, sozusagen, und sagt, diese genau. Hare Krishnas und so, und die machen dann Fortschritt. Die machen Fortschritt. Das ist transzendental, das ist eine Wissenschaft, die für uns teilweise nicht verständlich ist. Aber die transzendentale Kraft wirkt anders. Die kann nicht verunreinigt werden durch egal was. Das, was wir machen, ist immer rein und erhebt die Leute immer. Und jemand, der nicht hören kann, taubstumm ist, ja, was machst du mit der Person? Den gibst du Prasada. Die gar nicht hören wollen, die wegrennen und sagen, ich will nichts hören, gib den Prasada. Und dann werden sie dadurch gereinigt, werden sie dadurch erhoben. Wir haben so viele Geheimwaffen. Heilige Name, Prasadam, Schriften, Gemeinschaft. Dass man einfach, wenn die auf der Bhagavad Gita zum Beispiel schlafen würden, aufgeschlagen, also jetzt taubstumm sind, dass trotzdem das kommt. Und die Klangschwingung wirkt trotzdem. Auch wenn sie sie nicht hören, die wirkt trotzdem. Die ist so kraftvoll, die wirkt trotzdem, auch ohne dass sie es hören. Auch lesen ist Shabdabrahma, genau, das ist Lesen, man soll auch laut lesen eigentlich, hat Prabhupada auch gesagt. Wirkliches Lesen bedeutet laut zu lesen, weil alles basiert auf transzendentalen Klang. Und diese Klangschwingung ist so reinigend, so erhebend. Und deswegen ist das alles, was wir machen, ist alles mit Klang. Alles, wir sollen immer chanten, wir opfern etwas durch ein Mantra, wir machen Puja mit Mantras. Alles ist verknüpft mit dem transzendentalen Klang eigentlich. Beste Beispiel, ja, Gayatri-Mantra, ja? Sollst du nicht sprechen, aber es hat trotzdem eine Wirkung. Wie geht das denn? Transzendentaler Klang. Nein, ja, das machst du in dir, sprichst du das, rezitierst du diese Mantras, ohne es zu sprechen und toll im Geist, aber trotzdem hat es eine Kraft. Wie geht das denn? Das ist transzendentaler Klang. Ja, mach, komm. Stände aufgepasst. Ja, einer muss halt da sein. Da ich muss mein Geist chanten, dann habe ich so eine Gasse gesetzt, hinter der Kirche da, auf die Treppen, und dann habe ich mein Geist angefangen zu chanten. Im Geist, dann plötzlich höre ich das Ratayatra, die ganze Gruppe, den Heiligen Namen chanten. Das war so attraktiv. Ich konnte nicht mehr meinen Geist auf den Geist halten. Es hat mich weggezogen. Ich musste aufhören und beim Geiertrieb später chatten. Der heilige Name, der von der Gruppe, von der Atayatra gesungen wurde, das war so eine Power. Ich habe es wirklich mit aller Kraft versucht, meinen Geist auf meinen Geiertrieb zu halten. Es ging nicht. Hatte ich auch schon so eine Erfahrung, Und ja, Ratayatra, wo du es ansprichst, wart ihr alle beim Ratayatra dieses Jahr? Ja. Was war das Beste? Wieder ein Wagenfest. Ich fand das ganz toll, dass der CSD, ja. Dass der eine Woche vorher war. Ja, und Kijai. Ich war ja früher Besucherin vom CSD. Genau, und ich habe das total verstanden. Das Ratayatra ist eigentlich der Sturm für einen CSD. Also, das ist besser. Das ist besser. Ja, natürlich. Jeder Umzug ist eigentlich, sollte ein Ratayatra sein. Und auch Künstler sind da, aber es ist auch Prabhupada. Ja, natürlich, genau. Aber jetzt zurück zum Ratayatra. Was fandst du am besten beim Umzug? Warst du da? Ja, das. Was war das Beste? Für mich war das Beste. Dass du diese Realisation hattest. Okay, das ist gut. Weiter. Was war für dich das Beste? Welche Situation vom Umzug war der Beste? Genau, die Power von den Swamis, wenn die singen. Noch was?
Der Kirtan von Dandadrik. Aber was war ganz speziell? Ich habe das ganz oft gehört am Dom, wo wir am Dom vorbeigezogen sind. Und die Leute oben standen. Und Mahavishnu Swami, die animiert hat. Und die haben mitgemacht. Und ich habe Video, ich war selber nicht da, aber ich habe dann später Videoaufnahmen gesehen. Die Leute oben, die haben das gefeiert, die haben teilweise ihre Hände hochgemacht, die haben mitgechannt, die haben gefilmt, die haben mitgefeiert. Die wurden mitgerissen von dieser Ekstase der Gottgeweihten. Und das war das beste Beispiel dafür, dass das ist das, was Lord Chaitanya früher gemacht hat mit seinen Harinam-Gruppen. Das hat sich wie ein Laubfeuer, die Leute konnten gar nicht. Die haben die Deuten gesehen, waren sofort auch, oh, ich muss auch Hare Krishna chanten. So. Und das hat man da gesehen. Und die Leute wollten das vielleicht gar nicht. Die hatten gesagt, oh, ich gucke mir mal den Dom an und gucke mir jetzt Köln an. Und auf einmal kommt da der Harinam vorbei, kommt dann das Radhayatra vorbei. Und auf einmal sind die da und werden so tief berührt und feiern das. Die haben das alle gefeiert. Und das ist der Erfolg. Das ist der Erfolg. Und so wie wir das im Großen schaffen, beim Radhayatra, können wir das im Kleinen schaffen, wenn wir Harinams machen. Jagannath ist auch noch da und der gibt so viel Mercy mit seinen Riesenaugen und mit seinem Riesenlachen. Und jeder, der ihn sieht, denkt sich so, wow, der ist so sweet. Das ist Lord Jagannath. Die rote Frau, ne, die bei Jagannath saß, ja. Ich habe die so richtig erdrückt gesehen. Also die sind schon mit ihrem Bewusstsein in der Schule zu Ende. Ja, die Diener, die auf dem Wagen saßen zu Lord Jagannath, die waren schon, ja. Aber wir alle in dem Moment waren eigentlich auf Vaikuntha. Wir waren in Goloka Vrindavan. Weil das ist ja das Ding, wir ziehen Jagannath, Krishna nach Vrindavan. Das alles, was da stattgefunden hat auf der Kölner Straße, das war Vrindavan. Da haben nur die Papageien gefehlt, die da mitfliegen und dann so richtig so Vrindavan. Das war eine spirituelle Erfahrung. Und diese spirituelle Erfahrung können wir nicht nur am Sonntag haben, nicht nur einmal beim Radhayatra, nicht nur alle paar Wochen mal zum Harinam, einmal am Wochenende. Das könnt ihr jeden Tag haben. Aber es liegt an euch, da teilzunehmen. Und wir bieten das an. Und es liegt an euch, da mitzumachen. Und genauso diesen heiligen Ort hier auch zu besuchen. Kommt zu dem Programm, übernachtet am Wochenende im Tempel, macht mit bei dem Programm, macht einfach mit. Macht das, was Sankirtan bedeutet, gemeinschaftlich zusammenzukommen und das zu praktizieren. Macht das wahr, nutzt das aus für euch. Und ihr dürft das sogar ausnutzen. Das ist gut, macht das. Und damit schließen wir ab. Da sind zwei neue Gäste gekommen. Hare Krishna, ihr seid leider ein bisschen spät. Erste Mal da, oder was? Schön, dass ihr da seid. Genau, jetzt der Vortrag ist gleich vorbei. Dann machen wir. Ihr könnt immer mal wiederkommen, kein Problem. Seid ihr aus Köln oder wo seid ihr? Na dann. Wir haben jeden Tag offen und jeden Sonntag ist ein Fest hier. Kommt einfach nächsten Sonntag mal nochmal rum. Ne? Gibt es auch wieder einen schönen Vortrag. Gut, wenn weiter keine Fragen sind, ich hoffe, ihr seid alle im Bliss, seid glücklich. Dann singen wir jetzt die Gaura-Artik. Bhagavad Gita. Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai.